Hallo, ich bin es, euer Herr Schuhu. Wie versprochen, gibt es jetzt tolle, spannende Informationen und Sehenswertes aus dem Kiefertz. Wir beginnen mit einer Interviewreihe. Extra für euch habe ich Menschen, die im Kiefertz für und mit euch arbeiten, interviewt. Jeder und jede wird euch spannende Sachen erzählen oder auch zeigen. Als erstes kommt hier gleich die Doreen Materne. Die habe ich nämlich zum Bücherschatz im Kiefertz befragt. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Bis bald, euer Herr Schuhu. Hallo und herzlich willkommen. Kannst du dich einmal kurz vorstellen? Ja, ich bin Doreen und ich arbeite hier im Stadtteilzentrum. Okay. Zuerst möchte ich ein bisschen von dir erfahren und habe drei Fragen mit jeweils zwei Antwortmöglichkeiten. Bitte entscheide dich spontan für jeweils eine Antwort. Okay. Tag oder Nacht? Tag. Gerichte mit Fleisch oder vegetarische Gerichte? Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube eher mit Fleisch. Fell oder Feder? Fell. Okay. Nun kommen wir zu unserem eigentlichen Interview. Was genau ist das hier? Wo sind wir? Und was machst du hier? Ja, das sind viele Fragen. Also wir sind hier im Stadtteilzentrum und in dem Teil des Kinder- und Familienzentrums. Das hier nennt sich auch Empore, da wo wir uns gerade befinden. Und hier ist unser Bücherschatz. Du kannst das sehen unter dir, da ist das Bücherregal. Da sind ganz, ganz viele Bücher drin. Wow! Genau, für Kinder und Jugendliche im unterschiedlichen Alter. Also man sieht hier vorne, da sind Nummern drauf. Zum Beispiel für 3- und 4-Jährige hier direkt neben mir und auch für Ältere. Da sind auch teilweise Bilderbücher und auch in unterschiedlichen Sprachen haben wir Bücher da. Das ist ja toll. Genau. Und direkt neben dir auf der linken Seite siehst du auch noch so ein Schild. Da kann man sich ganz gut orientieren, welche Farbe für welches Alter gilt. Und dann kann man genau da schauen, zu den Büchern, wie alt man gerade ist. Okay. Und was macht man hier so? Also hier kann man ganz unterschiedliche Sachen machen. Natürlich hat alles irgendwie ein bisschen was mit Lesen zu tun. Und wir treffen uns zum Beispiel immer Dienstag vormittags mit den beiden Kitas, immer nacheinander, die hier direkt nebenan sind. Und da kommen ein paar Kinder, die demnächst irgendwann in die Schule kommen und die sich auch schon ganz viel mit dem Lesen und Vorlesen und Zuhören beschäftigen. Und da lese ich immer eine Geschichte vor, meistens so aus diesem Bereich hier vorne. Und die Florina ist da auch meistens noch mit dabei, die liest auch manchmal was vor. Arbeitet die auch im Stadtteilzentrum? Genau, die arbeitet auch hier. Mhm. Und dann nach dem Lesen machen wir immer noch eine gemeinsame Aktion zu dem Buch. Zum Beispiel basteln wir da meistens was und das können die Kinder sich dann mitnehmen. Das finden die bestimmt gut, oder? Ja, ich glaube schon, die haben da immer viel Spaß. Das würde ich ja auch gerne mal machen. Vielleicht kannst du ja irgendwann mal dabei sein. Oh ja, sehr gerne. Ja, und dann ist das aber noch nicht alles vom Bücherschatz. Wir machen manchmal auch noch Projekte für den Bücherschatz. Das ist auch meistens dienstags, aber nachmittags. Und da können auch Kinder mitmachen und sich anmelden. Und da gibt es immer ein ganz bestimmtes Thema. Wir hatten zum Beispiel schon Märchen oder das Thema Tiere. Oh, war ich da auch dabei? Nee, das waren andere Tiere. Na gut. Genau, und was aber auch noch ganz wichtig ist, und das macht auch immer viel Spaß, wir haben hier noch eine offene Zeit für den Bücherschatz. Das ist immer Dienstagmittags von 12 bis 13 Uhr, also eine Stunde lang. Da können zum Beispiel die Eltern hier vorbeikommen, die gerade ihre Kinder aus dem Kindergarten abholen oder die hier so zufällig gerade unterwegs sind. Und die dürfen hier in den Bücherschatz kommen, können sich hier ein bisschen umschauen, Bücher aussuchen und hier zum Beispiel sich hinsetzen, ganz entspannt und ein bisschen stöbern in den Büchern. Das ist ganz schön gemütlich hier. Ja, ich finde es ja auch sehr schön. Genau, und wenn die dann noch nicht ganz fertig geworden sind oder so,
dann dürfen die sich auch gerne mal ein Buch mitnehmen und dann einfach wiederbringen, wenn sie wieder mal in der Nähe sind. Und kostet das was oder muss ich mich anmelden? Nee, das kostet nichts und man muss sich auch gar nicht anmelden. Man kommt dann einfach hierher, immer dienstags zwischen 12 und 13 Uhr. Klasse. Okay. Das ist toll hier. Muss ich jetzt noch irgendwas wissen? Magst du mir noch irgendwas erzählen? Also ich glaube, über den Bücherschatz weißt du jetzt erstmal ganz gut Bescheid, oder? Ja, das habe ich, glaube ich, alles verstanden. Super. Dann vielen, vielen Dank. Ja, ich danke dir auch, dass du da warst und wir sehen uns bestimmt ja bald mal wieder. Ganz bestimmt. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.